Wir können ja noch eine Partie Kobold-Schach mit sie spielen. Ist doch wohl das Mindeste. Wo wir schon Zauberschach nicht spielen dürfen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Eine Freundin von dir sein will, sie will mich zum Tee einladen. Was habe ich dir über muggelstämmige Freunde gesagt? Ich bin empört. Mit dieser Freundin wirst du dich nicht länger abgeben. Und wenn ich nochmal von dieser Frau höre, sorge ich höchstpersönlich dafür. Ja. Ach, ja. Da waren es nur zwei. Noch ist nichts zu sehen. Hier ist keiner, dann wäre doch ein guter Ort. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobia Steine finde. Ja, natürlich. Revelio. Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben, um das Silber polieren zu müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Das ist der Hauspokal. Hier. Ich hoffe, Hufflepuff gewinnt den Hauspokal. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Aha. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ja, aber ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind. Revelio. Machen wir auch mal Abstecher. Nach hier. Hauselfenrüstung. Diese Rüstung ist ein Hauselfen. Diese Rüstung würde für ein Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt. Der wollte, dass ein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass seine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte. Im Moment, in dem der Elf sie anlegte, apparierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Tja. Ich habe meine Stessen lieber aufschließen können. Hallo, Homora. Revelio. Das war mal wieder klar.
Silvelio. Professor Hackett, wie bereits besprochen, habe ich Kontakt mit meinen Kobold-Bekanntschaften bei Gringotts aufgenommen. Sie alle haben Vanrocks Handlung verurteilt. Einige haben im privaten Rahmen spekuliert, dass er vielleicht andere Motive folgen könnte, als offensichtlich zu sein scheint. Nach allem, was ich über sein Verhalten gegenüber den Angehörigen seiner eigenen Art gehört habe, sich weigern, ihm zu folgen, neige ich dazu, unseren Freunden bei der Bank zuzustimmen. Ich werde sie informieren, sobald ich mehr erfahre. Es erübrigt sich wohl zu betonen, dass wir wachsam bleiben müssen. Mit respektvollen Grüßen, Professor Sharp. Ach, das ist das Wohnzimmer von... Schlafzimmer von Professor Hackett. Interessant. Oder Professor Sharp. Das ist ein Brief an Hackett ist. Denke ich mal, dass das Professor Hackett Schlaf gemacht ist. Wer die Tür öffnen, weiß ich auch noch nicht. Da braucht es wahrscheinlich diese. Die vierte Stufe irgendwie noch irgendwie von der Alomora. Es gibt bisher nur drei. Okay, Studenten anwesend. Scheinbar nicht Stufe 3. Ja, das gibt es Stufe 4. Stufe 2. Ich hoffe, es gibt hier eine Stufe 4. Oha. Eine wunderschöne Aussicht. Das war klar. Dass wir hier nicht weiterkommen und noch höher können. Und von hier aus können wir abfliegen oder nicht? Natürlich kann vom Balkon des Schulleiters fliegen. Das macht Sinn. Okay, wir müssen dann mal auch mal Ausschau halten nach hier wiesen so dem Geistmunden. Es wird da mal weiterkommen. So, dann mal ab zu Zenobia, die wartet schon auf uns. Oh je. Neblig. Stufe 3, ach verdammt. Rüstung. Ein Eiltempo die Treppen runter. Das muss uns aber nicht hinlegen. Nicht hoch will ich eigentlich jetzt nicht. Gibt es auch nicht mehr viel zu sehen. Fast schneller als die Treppe gerannt.
kann man nur ins Leere fallen. Ich glaube, das kommt auch nicht vor. Ich bin schneller als die Treppe los. Und die baut sich schon schneller als die Karte, die man spielt. Wieder mal auf Abenteuertour? Das müsste schon ein übler Bug sein, dass man das nicht schafft. Ich finde es immer wieder schön, wie die Landschaften sehen. Da kann man nicht rüber hopsen. Sehr schade. Treibt sich die denn rum? Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ja, hier. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Nur wenn wir eine Runde spielen. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Ich bin sicher, es findet sich jemand, der mit dir spielt. Ja, nicht wahr? Ja. Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ist schon irgendwie eine Chance für... Schatz, wo bitch irgendwie, dass alle besprüht werden. Das ist, naja. Könnte man auch vielleicht aus seinen Federn lernen. Das können hier Leute irgendwie gar nicht. Wer hätte gedacht, jemand in meinem Alter könnte meinem Onkel das Leben retten? Gut, ich würde aber an der Stelle mal eine kleine Streampause machen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwie Sidequests finden. Ansonsten muss ich wohl mal durch die Landschaften ziehen und mal ein paar Gegner besiegen. Und dadurch Erfahrungspunkte sammeln. Und irgendwie hoffen, damit auf Stufe 34 zu kommen. Stufe 33 ist schon sehr nah. Ich habe einen Plan gemacht während der Pause. Viele Sidequests gibt es hier wohl nicht mehr. Haben wir das meist schon abgespielt, aber wir können jetzt natürlich noch von einer Sidequest weiß noch, dass es die gibt. Genau das. Sir, geht es Ihnen gut? Sie scheinen ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen. Er wurde gestohlen. Und zwar von Schälern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Du hast nur zwei Rahmen. Oh je, das klingt furchtbar. Allerdings, Astoria Cricket ist einfach furchtbar. Sie steckt hinter alledem.
Sie und Ihre Freunde beschwerten sich über mich. So eine Unverschämtheit. Dann hörte ich, dass sie irgendwelche Tunichtgute anheuern wollte, um mich aus den drei Besen zu stehlen. Dort hing mein anderer Rahmen. Eine ziemliche Bruchbude. Aber es könnte wohl schön sein. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Drei Besen, eine Bruchbude. Also, zurück zu Ihrem Rahmen. Sag mal. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Aber wer ist Astoria Cricket und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Seronas schönem Gasthaus eine Menge mit und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Erzählt auf mich, was das angeht. Wie damals, Spinage. Als ich Vertrauensschüler war. Oh. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Ich könnte mir die Sache ansehen. Oh, würden Sie das tun? Wunderbar. Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen. Wenn danach hoffentlich an einen anderen Ort legen. Das Drehbesen hat was Besseres verdient. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Welches Porträt war leer? Auf nach Hogsmeade. Man würde mich nicht wundern, wenn der in dieser Ruine dort ist, die wir gerade zu fliegen. Schild verfangen. Auf in die drei Besen. Damit ihn gerade gejagt. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, die drei Besen, auf geht's. Man kann nie wissen. Neblig hier wieder. So, was tun wir denn gekriegt? Wahrscheinlich direkt neben mir, yep. Astoria Cricket? Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Ja. Laut Ferdinand Pratt. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Ja, der ist wirklich furchtbar, oder?
Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich 4 Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den See trocken zu legen. Was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahm mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weg haben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bart. Wenn du mich fragst, soll er sich nicht beschweren. Er hätte auch im Eberkopf landen können. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, da hängen wir endlich als nächstes auf. Und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. Er ist nicht mehr hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett, mit dir zu reden. Da wird aufgehängt. Gute Idee. Finde die Ruinen, denen Ferdinands anderer Rahmen befindet. Und dann tun wir den Eberkopf aufhängen. Das ist doch ein Plan. Dann kann er gerne die Erwachsenen, die dort rumlaufen, spionieren. Geht's nach Hogsmeade. Wow, was für ein Tempel. Na dann los. Ich hoffe, der ist nicht. Nur ihn auf dieser Seite. Ich sehe jetzt keine Sidequests mehr. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen blöd. Dann müssen wir mal, dann gleich mal Demi Geistmunde für Mr. Moon und die dalischen Schlüssel, die können wir auch noch mal suchen. Das können wir machen, dafür werden wir auch noch ein paar Erfahrungspunkte für kriegen, aber da müssen wir mal hier gucken. Das habe ich auch noch nicht gemacht, dass wir hier mal in der Landschaft ein bisschen Revelio machen. Müssen schauen, was da für Quests gibt. Irgendwo noch eine Quest liegt. Ich befürchte fast, dass die Ruine in dem Berg ist. Das war da. Die Flur sammeln müssen. Der Steinkreis. Noch kommen wir voran.
befürchte aber, dass das gleiche Sender nehmen wird. Ja, wie ich gesagt habe. Hier mal durchfliegen. Ein schmackhafter Teetopf hätte jetzt was. Ich habe noch einen Gegner bekommen hier. Das ist, glaube ich, auch mal nicht schlecht. Erfahrungspunkte gibt es dafür keine. Schade. Auf dem Berg warst du knapplos. Ich hätte auch eine Frage. Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Yep. Du bist aber nicht mit weiter Seelen ab. Hättest du das Lust? Zu der Frage, ja, bin ich lustig. Lebt man das schon an? Daran ist allein Ranrock schuld. Jetzt auch nur die Toten beschuldigen. Alle Jubeljahre braucht man mal. Reparo hier im Spiel. Nämlich mal wieder durch die Mine kämpfen. Das ist auch mal nicht schlecht. Jetzt habe ich noch relativ wenig. Noch einen Punkt dafür bekommen, aber. Derjenige Poppertrank. So, die Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Mhm. Ah ja, in den Raum der Wünsche müssen wir auch nochmal hin. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Auch zu ruinen.
mal uns hier mal runter. Ah, es hat auch Erfahrungspunkte gemacht. Sehr schön. Und das Ballons platzen. Ah, ja. Die sahen auch schon mal besser aus. Wenn schon verflogen. Da ist die Ruine. Wir müssen es nicht durchkämpfen. Für dieses Problem wird uns niemand Lösegeld zahlen. Bingo! Bingo! Bekosta Palo! Endoflo! Das Gemälde. Wo ist das Gemälde? Vielleicht hier unten? Unter der Erde. Jetzt entferne ich mich irgendwie. Tja. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Prüfung Lernens. Das sollte ich untersuchen. Ein Sender! Hier geht's recht runter. Das sieht gut aus.
Hallo, Homura. Zurück haben wir. Hallo, Homura, Stufe 2 schon. Wurde aber auch Zeit. Gefunden. Überhaupt noch etwas, was mir übrig ist.